auch meinerseits schönen guten Morgen. Alle Anreisenden aus Stuttgart oder auch hier Berliner unter uns. Ein paar Punkte vielleicht. Das eine ist die Sache mit der Dauerstraftat, die hier begangen wurde auf dem Asphalt. Da hat diese Bewegung eigentlich schon vor langer Zeit eine ganz kreative Idee entwickelt, die auch völlig rechtsstaatskonform ist, nämlich auf dem Boden mit einem Dampfstrahler was aufzusprühen. Ihr kennt ja diese Dampfstrahler, die Boden reinigen. Die haben eine unheimliche Reinigungswirkung. Und wenn man da eine Schablone drauflegt und dann mit dem Dampfstrahler drauf, dann sieht man nachher genau dasselbe, was man hier mit der Sprühkreide gesehen hat. Das haben wir schon öfter eingesetzt in Stuttgart. Und wer wollte was dagegen haben, dass man hier eine Teilreinigung des Vorplatzes vom Bahntower hier vornehmen würde? Das ist hier mit Sicherheit keine Straftat. Insofern wäre die Frage, ich habe schon mal ein bisschen rumgefragt, gibt es vielleicht jemand, der zu Hause einen Dampfstrahler hat, den man vielleicht heute Abend mal einsetzen könnte? Wenn das nicht so ist, vielleicht könnte man noch irgendwie einen besorgen. Vielleicht braucht einer sowieso einen, würde einen kaufen. Das Aktionsbündnis, würde ich mal freihändig sagen, wird sich mit 10-20% der Kosten beteiligen. Also überlegt mal. Zweite Geschichte, morgen die Bilanzpressekonferenz. Dazu wird ja Bahn für alle einen alternativen Geschäftsbericht auch vorlegen. Der wird morgen als Beilage in der Taz erscheinen. Sehr lesenswerte Geschichte. Und die Bilanzpressekonferenz, die ja bis jetzt immer entweder im Bahntower oder hier in der Berliner City im internationalen Kongresszentrum oder ähnlich zentral abgehalten wurde, die findet morgen in Rommelsburg statt. Rommelsburg ist ein Ausbesserungswerk der Bahn, ein Riesenareal, also ziemlich abgeschottet, so wie seit einigen Jahren die G8-Gipfel auch immer auf irgendwelchen Inseln oder kaum erreichbar stattfinden. So macht jetzt die Bahn auch ihre Bilanzpressekonferenz JWD. Also JWD ist vielleicht übertrieben, Rommelsburg ist über ein paar S-Bahn-Stationen erreichbar, aber es ist eben ein Riesenareal und wenn die da irgendwo mittendrin sind, werden wir uns da kaum zeigen können. Wir versuchen noch rauszukriegen, wann hier ein Bus-Shuttle starten wird. Der soll Journalisten von, ich vermute mal von hier, aber vielleicht von irgendwo anders oder von hier aus einer Tiefgarage, keine Ahnung, nach Rommelsburg bringen. Wenn wir das in Erfahrung gebracht haben, dann können wir hier vielleicht den Journalisten noch einen kleinen Handshake geben und ein paar Informationen mit auf den Weg für ihre Berichterstattung morgen. Wenn euch das noch interessiert, wir werden da heute Abend sicher auch nochmal dazu ein paar Ankündigungen machen. Die Veranstaltung, die wir heute Abend haben werden in der Heinrich-Böll-Stiftung, die geht zwar jetzt nicht ausdrücklich zu Stuttgart 21, das steht also nicht als Überschrift Stuttgart 21 stoppen oder Umstieg 21, sondern die geht viel grundsätzlicher zur Bahnpolitik. Stuttgart 21 ist ja im Grunde ein Symbol, ein negativer Leuchtturm für eine verfehlte Bahnpolitik. Insofern ist das Thema Stuttgart 21 immer mit aufgerufen, wenn es um Bahnpolitik geht. Und die Veranstaltung, Veranstalter ist Bahn für alle, wir haben aber in der Vorbereitung uns auch engagiert. Die Veranstaltung ist ein Versuch, die drei Parteien zusammenzubringen, von denen nach Lage der Dinge heute überhaupt eine Neuausrichtung der Bahnpolitik möglich ist. Und diese drei Parteien sind nach Lage der Dinge eben die Grünen, die Linken und die SPD. Was die CDU betrifft, FDP und andere, da braucht man sich, glaube ich, keine großen Hoffnungen zu machen. Insofern ist es, glaube ich, plausibel, dass wir gesagt haben, die drei Parteien versuchen wir mal zusammenzubringen und versuchen mal rauszufinden, was denn die Schnittmengen sind für eine vielleicht künftig gemeinsame Bahnpolitik. Das ist die Fragestellung der Veranstaltung heute Abend. Eigentlich war auch noch geplant, dass es zwischen den dreien, die da auftreten werden, das ist Sabine Leidig für die Linke, Matthias Gastel für die Grünen und Sören Barthol, immerhin der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, zwischen diesen dreien soll es eine politische Diskussion geben über eben Schnittmengen ihrer Position zur Bahnpolitik. Und wenn man sich das anguckt, die Papiere, die es in den Parteien gibt, dann muss man feststellen, es gibt eine Menge Schnittstellen, sogar mit der SPD. Auch die SPD hat Grundsatzpapiere, die eigentlich in die richtige Richtung weisen. Und der Abend heute Abend ist der Versuch, die Veranstaltung heute Abend ist der Versuch, diese Schnittmengen zu thematisieren und auch politisch in Aktion zu bringen. Dazu war geplant, dass es schon im Vorfeld im Austausch der drei Beteiligten einen Versuch gibt, ein Thesenpapier zu diesen Schnittmengen
Schnittmengen zu machen. Das ist in der beabsichtigten Form nicht gelungen. Aber der Heiner Monheim hat heute Nacht, Posteingang 0.42 Uhr oder so ähnlich, noch ein Papier geschickt, in dem er einseitig von sich aus versucht, diese Gemeinsamkeit der drei Positionen mal zusammenzufassen. Also die drei Parteien waren daran nicht beteiligt, aber der Professor Heiner Monheim hat halt mal versucht, sich das anzugucken, guckt, ja, da sind viele Gemeinsamkeiten, hat diese Gemeinsamkeiten mal aufgeschrieben, ohne mit denen jetzt darüber gesprochen zu haben. Also das wird heute Abend sicher auch eine Rolle spielen, in welcher Form auch immer, wird man sehen, und dann muss es auf jeden Fall weitergehen. Dann hoffen wir, dass auf Basis dieses ersten Versuchs einer gemeinsamen Position auch eine inhaltliche Weiterentwicklung stattfindet, und vielleicht findet sich das ja dann irgendwann mal in einem Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün wieder, eine gemeinsame Neuausrichtung der Bahnpolitik. Noch kurz formal zu Stuttgart 21, ihr kennt sicher die Einladungen alle, den Flyer, den wir dazu gemacht haben. Also eröffnen wird Franz Alt die Veranstaltung. Er wird nochmal einen großen Rahmen schlagen zu der Klimaentwicklung und der notwendigen Wende in der Bahnpolitik. Dann wird der Heiner Monheim eben seine grundsätzlichen bahnpolitischen Vorstellungen vorstellen. Und dann nach diesen beiden Input-Vorträgen, Franz Alt wird übrigens heute Abend auch noch dabei sein, ein paar Worte an uns richten. Nach diesen zwei Inputs wird es dann diesen Dialog oder Trialog zwischen den drei Parteien geben. Sabine Leidig, Matthias Gassel, Sören Barthol werden dann gucken, ob sie in der Diskussion Gemeinsamkeiten herausfinden. Das alles findet in der Heinrich-Böll-Stiftung statt. Das müsste zeitlich irgendwie klappen, dass wir um 19 Uhr hier nach so einem schnellen Schwabenstreich aufbrechen. Ich weiß nicht, ob es geht, glaube ich, auch zu Fuß, aber mit U-Bahn kommt man, glaube ich, sehr schnell dahin. Es gibt leider nur 80 Plätze. Wir wissen, haben kein Gefühl dafür, was hier in Berlin an Mobilisierung möglich sein wird, ob da noch viel Berliner Publikum dazukommt. Für uns hier würde es ja reichen. Muss man mal sehen. Und wir müssen auch vielleicht noch ein bisschen gucken, dass wir ein paar Einnahmen dazu kriegen, weil die Preise der Heinrich-Böll-Stiftung sind Marktpreise. Wir müssen also sehr viel Geld dafür aufwenden, dass wir diesen Raum in der Heinrich-Böll-Stiftung bekommen haben. Deswegen waren wir auch sehr sparsam, was alle möglichen Zusatzbestellungen, die kann man da immer machen, wenn man Räume bestellt, da kann man auch Catering bestellen und alles mögliche Schöne. Daran haben wir leider gespart. Also wenn ihr Probleme mit eurer Ernährungslage habt, dann packt euch lieber eine Brezel ein oder eine Flasche Sprudel, da wird es wenig im Angebot geben. Und wir gucken auch gleichzeitig nochmal, ob man danach vielleicht noch irgendwo in der Nähe da zusammensitzen kann. So viel vielleicht meinerseits.